Hallo, ihr Turmfreunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2. Und ich bin extra auf dem Turm, weil es hier weitergeht mit der Quest von Hexenkönigin. Mal kurz zum Kryptarchen. Vielleicht wärst du ja an einem Tausch interessiert. Achso, der gibt mir einfach nur hier so ein Dingens. Kann ich direkt wegschmeißen. Und die sind so scheiße. Ach, und kurz noch zum Tresor. Geben wir das ab und die Waffe. So, den Tresor habe ich extra nicht gezeigt, weil ich es ihm noch extra in einem anderen Part zeigen möchte. Aber alles der Reihe nach. Ach, ich bin schon vorbeigerannt. Wir müssen zu Zavalas Büro. Das Büro ist hier unten. Einmal runterspringen. Bam. Voll die Knochen gebrochen. Okay, Vorhutbesprechung betreten. Ihr sagt also, dass Savatun tot war? Unsere durchtriebenste Widersacherin, die letzte Stadt fast von innen heraus zerstört hat, war tot. Und der Reisende hat sie wieder erweckt. Ich hätte es auch nicht geglaubt, aber... Aber warum will sie ihre Erinnerungen wiedererlangen, wenn sie sie gar nicht erst verloren hat? Das muss ein weiterer Trick sein. Eine Lüge, damit wir den Reisenden kampflos aufgeben. Dies war schon von Anfang an der Plan des Reisenden. Die Bücher der Trauer beschreiben viele Welten, die vom Licht gesegnet und dann aufgegeben wurden. Schar-Propaganda. Die Gefallenen erzählen die gleiche Geschichte. Als der Zeuge und die schwarze Flotte kam, zog der Reisende weiter in unser System. Wo er sich selbst geopfert hat, um uns vor eben diesen Mächten zu retten, zu denen auch die Schar gehört. Warum sollte der Reisende nach all dem unserer schlimmsten Feinden das Licht geben? Das spielt keine Rolle. Ich weiß nicht, warum der Reisende Savatun das Licht gab. Vielleicht hat er seine Meinung über die Hüter geändert. Vielleicht ist er doch nicht so unfehlbar, wie wir dachten. Ich weiß es nicht und es spielt auch keine Rolle. Weil ich die Menschheit schützen will. Und wenn Savatun uns den Reisenden nimmt, verlieren wir das Licht und jede Hoffnung, die Rückkehr des Zeugen zu überleben. Deshalb werden wir alles tun, um das zu verhindern. Okay. Und wie machen wir das? Das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, wo ich es rausfinde. Wie episch wir da so aus dem Büro rausgegangen sind. So, wir sind die Besondersten. Ja, ist noch eine Frage, wie wir das hier alles machen. Aber das Wichtigste, es spielt keine Rolle, warum er das gemacht hat. Schließlich wissen wir noch selbst nicht mal, wer der Reisende wirklich ist. Deswegen lieber erstmal keine Fragen stellen, sondern die Frage ist eher, wie werden wir sie aufhalten? Das ist die eigentliche Frage, nicht warum. Oh, jetzt habe ich auch so einen Screenshot gemacht. Ja, ich würde es jetzt machen. Laut Schar-Legende wurde Savatun auf einem fernen Planeten geboren, um ein ereignisloses Leben zu leben, wenn es ihren Wurmahnen nicht gäbe. Das Objekt, das du aus den Tiefen der Thronwelt geborgen hast, was, wenn es keine Statue ist? Was, wenn es der Wurmahn selbst ist, mit den Jahren versteinert? Das würde erklären, warum du es nicht mit den anderen öffnen konntest und hieße, dass es eine Erinnerung birgt, die selbst Savatun nicht kennt. Was für eine das ist, werden wir ergründen.
Mit dem Werkzeug, das uns tief in die Vergangenheit vordringen lässt. Es ist riskant, das Relikt auf diese Art einzusetzen. Deshalb werde ich es selbst machen. Aeris hilft mir, mich vorzubereiten. Triff uns später auf dem Mars. Gut. So halten wir Savathun auf, Hüter. Das weiß ich. Ikora denkt, dass die Wurmstatue, die du gefunden hast, vielleicht gar keine Statue ist, sondern der versteinerte Wurm selbst. Die darin eingeschossene Erinnerung ist uralt. Zu alt, um sie mit gewöhnlichen Mitteln freizulegen. Aber Ikora hat einen Plan, der mit dem Relikt zu tun hat. Triff Ikora auf dem Mars. Okay. Warte mal, was ist das hier? Into the Light? Achso, das ist hier. Nach diese komische Schwachsinn. Quest. Komm wohlbehalten zurück. Ja, mach ich. Mach ich, Mutti. So, was müssen wir jetzt machen? Ich hab's nicht zugehört. Ich brauche nur etwas, das funktioniert. Ja, Ikora besuchen. Okay, dann bis gleich. Diese Geschwister werden bald vom Licht beansprucht. Oster, wir beanspruchen sie zuerst. Wir werden dem schlauesten Geschwisterteil von einem prophezeiten Kataklysmus erzählen. Wir werden ihre Angst nähren, ihren Stolz. Wir werden sagen, junge Saturne, das Ende naht. Ein großer Kataklysmus. Eine Gotteswelle. Im Himmel gibt es nur den Tod. Die Erlösung liegt in der Tiefe. Höre deine Schwestern hinunter. Deine Gerissenheit wird ihr Leben retten. Und du wirst wiedergeboren als Hexenkönigin. Sie wurden getäuscht. Die Schar wurde belogen. Was soll das bedeuten? Die Schar wurde belogen. Wer hat sie wohl angelogen? Das ist jetzt wohl die Frage aller Fragen, die jetzt ausgestellt wurde. Voll mysterisch hier die ganze Zeit. Okay, aber ich glaube, das wird hier langsam das Finale. So fühlt sich's auf jeden Fall an. Okay, Ikora. Sorry. Ich nehme mir hier kurz den Revolver. Ich mag den mehr. Ich mag ihn. Die Schargöttin der Lügen wurde also belogen. Das ändert alles. Naja, nicht alles. Wir können nicht zulassen, dass Savathun den Reisenden wegsperrt. Das Ritual hat bereits begonnen. Wir müssen uns beeilen. Savathun mag eine Auserwählte des Reisenden sein, aber sie stützt sich immer noch auf Tricks, die sie vom Zeugen gelernt hat. Bring den Wurm zu Savathuns Festung. Ich komme nach, sobald ich mich erholt habe. Warte, bis du im Herzen des Rituals bist, dann entfessle die Erinnerung. Das sollte zur Destabilisierung reichen und den Reisenden aus ihren Fängen holen. Denk daran, Hüter. Savathuns Strategie fußt darauf, mehr zu wissen als alle anderen. Auf ihrem Talent zu lügen und Verwirrung zu stiften. Doch jetzt können wir den Spieß umdrehen. Weil wir jetzt mehr wissen als sie.
Ikawa glaubt, dass das Geheimnis, das du vom Wurm Ahn erfahren hast, der Schlüssel ist, um das Ritual zu stoppen, mit dem Savatun den Reisenden in ihre Throne ziehen will. Diese Informationen könnten genügen, um sie aus der Bahn zu werfen. Aber du musst Savatun selbst die Erinnerung offenbaren. Okay, wir sollen sie also jetzt wieder eine Erinnerung geben, damit sie verwirrt wird. Where is the quest? Wo ist die Quest? Ach, wahrscheinlich hier irgendwo. Nee, es wird mir nicht angezeigt. Where is the quest? Ah, ich hab Angst. Nee, hier ist sie. Das Ritual. Gut, dann bis gleich. Der Reisende! Ikora, der Reisende ist bereits hier. Ich glaube, wir sind zu spät. Wir befinden uns im Reich der Göttin der Lügen. Die Dinge sind nie das, was sie zu sein scheinen. Es ist noch nicht zu spät. Ich kann es spüren. Das ist bestimmt nicht der Reisende. Jetzt, wo der Reisende sieht, was Savatun tut, warum nimmt er ihr das Licht nicht weg? Warum lässt er das einfach geschehen? Ich weiß nicht, warum. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Aber wir wissen, was wir tun müssen, um die letzte Stadt zu schützen. Haltet das Ritual auf. Schützt unsere Verbindung zum Licht. Die Menschheit braucht euch. Euch beide. Der Hohn strömt wegen des Rituals in die Festung. Die Schar ruft schwere Verstärkung aus dem Portal herbei. Das wird uns den Weg in die Festung versperren. Haltet die Schar und den Hohn so lange ihr könnt auf und überlasst mir das Portal. Ich bin schon auf dem Weg. Vielleicht wird der Reisende von Savatun getäuscht. Deswegen gibt er auch der Schar das Licht. Das kann sein. Kann auch sein, dass alles falsch ist, was ich da laber. Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. Wie Ikora es gesagt hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht mal weg. Jetzt mal Ulti hier rein. Schadet ja nicht. Übrigens, falls ihr fragt, was es hier für eine Waffe ist, das ist eine Exo. Cerbresus 1 sorgt dafür, dass halt ein Geschoss dreifach schießt und wenn du einen tötest, dann brennt er so an. Ja, da unten ist es. Oh, ich habe sogar ein Ornament. Da. Oh, sieht nicht schlecht aus. Das regle ich. Ja, mach. Das will ich jetzt mal sehen. Oh, krass. Weiter! Ich zieh das Feuer auf mich. Alles, was im Moment zählt, ist der Reisende. Was immer ihr hört, was immer ihr seht, konzentriert euch darauf, das Ritual zu stoppen. Verstehe. Ja, mach bitte auf. Okay, wir übernehmen mal. Das war laut. Stimmt, ich muss mal ein bisschen leiser machen hier. Wieder auf 6 stellen. Wenn ich ohne Kopfhörer spiele, dann fühlt sich das immer so leise an. Der Hohn trifft zu Hunderten ein. Das Ritual muss immer stärker werden. Denk an den Plan, Hüter. Halte das Ritual mit allem auf, was nötig ist. Ohne das Licht ist die letzte Stadt schutzlos. Keine Sorge. Wir würden es so schaffen, wenn wir danach nicht mehr weiterspielen könnten. Geil, mein Aim ist schon wieder super. Boah, Aim of Wish bestellt. So, hallo. Na komm, töt ihn. Wir bashen uns hier durch. Sturm auf die Bastille einfach. So, jetzt darf ich weiter. Savatun, ich komme.
Das Ritual findet auf der Festungsspitze statt. Wir müssen einen Weg hinauffinden. Hier ein Stück, ein Geschenk. Oh Gott, was geht denn hier an? Okay, wir müssen diese zwei Kristalle zerstören. Nur wie? Wie schalten wir diese zwei Hexen aus? Okay, hier haben wir Symbole. Gehen wir mal hier rein. Okay, da oben ist auch ein Kristall. Kann ich nicht kaputt machen. Ist blöd. Aber ich muss die beiden Ritter erstmal töten. Da vorne ist ein Exo. Dass ich hier sitze. Und es war auch kein Fake. Lol. Ich habe doch diesen Sound gehört. Dachte ich mir so, ist das ein Exo? Und ja, es war ein Exo. Komm, lad nach. Oh, ich darf hier nicht sterben. So, Hexe ist erstmal weg. Kreischer. Auch dead. Da ist noch eine zweite Hexe. So viele Hexen. Ah! Warte, nachladen. So. Wie viele müssen wir denn noch zerstören? Geil, Granate verkackt. So. Und der letzte hier oben. Und jetzt können wir jetzt die kaputt machen. Nee, ist immer noch immun. Hier gibt es noch den zweiten Stock. Ah. Na, guckst du mal. Wo ist hier der Boss? Oder der Gegner, den wir ausschalten müssen? Keine Ahnung. Kommt hier irgendwie keiner? Hä? Wo sind die ganzen Gegner? Okay, ich gehe mal runter. Vielleicht muss ich hier auf die Seite gehen. So, hat sich jetzt hier irgendwas geöffnet? Nö. Hä? Was soll ich machen? Ah doch, da hinten. Da hat sich was geöffnet. So, jetzt sind auch hier Gegner gespawnt. Gott. 1 von 3. Vorne noch der Ogre wegmachen. Haben wir. Oh nein, Kreischer. Kreischer, verpiss dich. Ach, sind die ekelhaft. Ja, was soll ich denn machen? Jawohl. So, jetzt. Gut. Und der letzte im Bunde. Ja, so ein ekelhafter Kreischer. Puh. Mama mia.
Müssen wir jetzt noch irgendwas machen? Weil die Dinger sind immer noch nicht kaputt. Ich geh einfach mal hier rein. Ja, super witzig. Meine Fresse. Jetzt kriegst du mich hier auch noch raus. Keine Lügen hier, bitte. Ah, ich muss den Code machen. XAT nenne ich das mal. XAT. Nein, das ist A. XT. XHT. Da ist es. Das ist das Richtige. Komm, lauf rein, lauf rein. Ja, hier ist die Kugel. Und bam. So, und schnell auf die andere Seite. Jetzt brauchen wir TAX. TAX. So. TAX. Da. Jawollo. Nehmen und dort runter. Und einmal rein. Na, kaputt machen. Au, au, au. Wo ist sie? Jawohl. Eine Hexe ist tot. Wo ist die andere Bitch? Da ist sie. Komm, krepier. Dankeschön. So. Puh, das hat ewig gedauert. Aber war jetzt auch nicht so ultra schwer. Egal, wir müssen weiter. Wir müssen weiter, weiter, weiter. Oh, das fährt nach oben, okay. Du bist zurück. Was für eine Überraschung. Nur ein Scherz. Diese Thronwelt ist von meinem eigenen Bewusstsein nicht zu unterscheiden, Hüter. Jeder Schritt, jede abgefeuerte Kugel, jeder geflüsterte Gedanke. Ich merke mir alles. Vergiss das nicht. Das ist schön, dass du dir das alles merken kannst. Das juckt mich eigentlich so gar nicht. Warte, kurz nachladen. Ich schnetze mich hier durch. Jawohl. Easy. So, und jetzt nach oben. Schnee, schnee, schnee. Gut, wir haben es geschafft. Hä? Hä? Was ist das denn für ein Scheiß? Ich wurde einfach nach unten geschleudert. Ich wollte eigentlich ganz nach oben, aber okay. Jetzt, vorher hat es irgendwie nicht geklappt. Egal. Hauptsache, wir sind oben. Oh oh. Uns erwartet wahrscheinlich Savatun. Die Abrechnung. Ich bin so froh, dass du hier bist, um das zu sehen. Du bist hässlich. Hallo? Mach mal auf. Ganz ruhig. Oh, ich... Guck mal, wie viel Schaden ich mache. Das hast du nicht erwartet.
sollte mal hier auf Hammerhead wechseln. Halt still! So, sie ist immun. Nicht abhauen! Schade. Warte, lass mich kurz nachmachen. Au. Warte. Ganz ruhig. Ja, Bruder, was soll ich denn da machen? Es ist ja... Das ist ja echt bescheuert. Alter. So, dann bin ich wieder zurück. Wieder im gleichen Stand. Ich wollte erstmal die kleinen Ads hier wegmachen. Und wieder 300 Jahre nachladen. Komm, hab ich noch Zeit? Boah. Gerade noch so. So, wo ist denn der letzte? Hey. Hey, wo ist der letzte große Dude?